Ja, ein Hauptsatz der Statistik bezieht sich auf einen erwartungstreuen Schätzer. Und zwar erwartungstreu bezüglich der Varianz. Solche Hauptsätze sind immer sehr aufwendig zu beweisen, denn man benötigt oftmals viele Korollare, Lemmas und Sätze. Das habe ich hier auch benötigt. Und alle Sätze und Korollare und Lemmas, die ich hier verwenden werde, um den Hauptsatz zu beweisen, werde ich im Anschluss natürlich selbstverständlicherweise beweisen. Um was geht es hier? Wir haben n Beobachtungen, n Zufallsvariablen, die sind metrisch skaliert, stochastisch unabhängig, also kein Resultat beeinflusst das andere sozusagen und identisch verteilt. Das heißt, jede Zufallsvariable, jede Beobachtung bezieht sich auf die gleiche Verteilung. Also wir fragen immer nach demselben Merkmal sozusagen. Und dann ist diese Konstruktion hier ein erwartungstreuer Schätzer für die Varianz von dieser Zufallsvariablen x, die sich auf eine nicht notwendigerweise bekannte Verteilung von x bezüglich einer Grundgesamtheit g bezieht. Sie können sich vorstellen, wenn Sie n Personen draußen befragen nach irgendeinem Merkmal, da die Zufallsvariablen alle metrisch skaliert sind, sich auf die gleiche Skalierung beziehen, könnten Sie beispielsweise nach der Körpergröße fragen. Ja, die Körpergröße ist jetzt kein Intervall mehr, keine stetige Zufallsvariable, sondern einfach eine reelle Zahl. Sie könnten beispielsweise die Körpergröße aus dem Personalausweis ablesen und dann auf Ihre Skalierung antragen. Die metrische Skalierung hat eine Nullposition und je nach Genauigkeit des Messgeräts könnten Sie dann Ihre Skalierung festlegen. Also Körpergröße ist ja im Personalausweis auf ein Hundertstel genau angegeben. 1,83, 1,70, 1,60, 1,63, 1,50 und so weiter. Umso größer Ihre Stichprobengröße N ist, ja, also umso mehr Personen Sie befragen, umso besser wird sich diese Konstruktion dann an die tatsächliche Varianz von dieser Zufallsvariablen für unser Beispiel Körpergröße annähern. Ja, wir hatten das sehr eindrucksvoll gesehen in dem Video, die Zufallsvariable, wo ich mit Würfeln in Bezug auf den Erwartungswert experimentiert habe. Also das sind praktische Experimente zu betrachten in dem Video, die Zufallsvariable. Also man sieht, der Erwartungswert ist dieser arithmetische Mittelwert auf lange Sicht. Also wenn ich oft genug das Zufallsexperiment wiederhole. Und genauso ist es halt mit der Befragung. Umso mehr ich befrage, ja, umso genauer wird dann die Information bezüglich der, ja, Information, die man haben möchte. In dem Fall die Varianz. Gut, wir beweisen diesen Hauptsatz. Was haben wir an Voraussetzungen? Wir haben n Zufallsvariablen. Und die sind metrisch skaliert. Stochastisch unabhängig. Und identisch verteilt. So, was muss ich nachweisen, wenn ich belegen will, dass diese Konstruktion ein erwartungstreuer Schätzer für die Varianz ist? Allgemein gilt, ich betrachte den Erwartungswert bezogen auf einen Parameter. Ja, ich nenne den mal klein a. Und hier habe ich einen Schätzer. Und wenn ich das Zufallsexperiment hinreichend oft wiederhole, dann soll ich vom Erwartungswert, also auf lange Sicht, dann diesen Parameter erhalten. Und in unserem Fall ist eben diese Konstruktion ein erwartungstreuer Schätzer
für die Varianz von x. Also weiß ich, was ich hier zu tun habe, nämlich ich kann mir den Erwartungswert anschauen. Von dieser Konstruktion, den Vorfaktor lasse ich zunächst weg. Es wird dann im Laufe klar, warum ich den Vorfaktor weglasse. Den konstruiere ich sozusagen. So, wir arbeiten mit dem Erwartungswert, also muss ich hier die Zufallsvariable einsetzen. Jede Zufallsvariable hat Zufallswerte. Ja. So. So, ich arbeite im Körper der reellen Zahlen. Ja, wir haben eine metrische Skalierung, also diese Werte können beispielsweise auch, je nachdem, was man misst, ja, man könnte im physikalischen Labor auch messen, dann irgendwas messen, dann wird man auch Wurzel 2 mal erhalten, also eine irrationale Zahl. Also so eine Zuweisung ist dann auch möglich. Ja. Aber wichtig, im Körper der reellen Zahlen gilt für die Addition und für die Multiplikation entsprechende Gesetzmäßigkeiten. Und hier verwende ich einfach das Distributivgesetz. Ja, an der Stelle, wir haben hier einen Faktor, der quadriert wird. Ich habe es im Video schon mal gezeigt. Ich verwende hier einfach zunächst definiere ich das als c. Dann habe ich hier das Distributivgesetz zunächst anzuwenden. Im nächsten Schritt würde ich dann das Kommutativgesetz der Multiplikation anwenden. Jetzt würde ich wieder resubstituieren an der Stelle. Ja. Und dann sieht man schon, wenn man jetzt wieder hier zweimal das Distributivgesetz anwendet, Potenzgesetzen anwendet, ja, hier nochmal das Kommutativgesetz der Multiplikation anwendet, jetzt die beiden zusammenfassen, und dann weiß man auch mal, warum man hier immer von Ausmultiplizieren spricht. Ja. Das ist der Grund. Ja, wir arbeiten im Körper der reellen Zahlen. So, also zurück. Das verwende ich hier. Dann habe ich zunächst Quadrat minus so, der Laufindex ist hier. Das sind hier Zahlen, ja. Aber die Summe bezieht sich ja auf diese drei Summanden innerhalb dieser Klammer. Also habe ich diese Zahl hier hinten, ja, n mal. So, also schreibe ich hier so. An der Stelle verwende ich Satz 1. Und Satz 1 besagt, wenn ich den Erwartungswert, beziehungsweise ich kann es auch so klammern, ja, wenn ich den Erwartungswert von
Zufallsvariablen berechne, und zwar die Summe von drei Zufallsvariablen, 1, 2, 3, dann kann ich die, wenn ich den Erwartungswert wissen will, dann kann ich die Summe der Erwartungswerte berechnen. Ja, das ist Satz 1. Den werde ich dann im Anschluss beweisen. Aber zunächst haben wir dieses Resultat. Was kann ich hier machen? Hier steht auch zweimal das arithmetische Mittel. Ja? Also wir machen das an der Stelle lieber so. Also das wende ich noch nicht an. Ich vereinfache erstmal hier hinten. Also wir haben hier das arithmetische Mittel, das ist dieses x quer, ja? Das ist die Schreibweise, die verkürzte. Jetzt sehe ich aber, hier ist der Laufindex und hier ist i. Ich kann ja, weil das eine endliche Summe ist, zuerst diese Summanden aufsummieren, dann diese aufsummieren. Ja, und hier hinten brauche ich nichts mehr summieren. Ja? Das ist n mal diese Zahl. Also müsste ich natürlich, weil ich das n schon verarbeitet habe, diese Klammer doch weglöschen. Ja? Also beziehe ich mich nur auf diese beiden. Aber hier kann ich einen Trick anwenden. Hier steht doch, muss ich es nochmal wegmachen, mal 1, nicht wahr? Hier steht doch mal 1. Und diese 1 kann ich doch auch so schreiben, n dividiert durch n. Denn wenn ich hier wieder kürze, dann steht die 1 da. Und diesen Trick verwende ich jetzt hier. Denn diese Summe kann ich ja verwenden, um diese Zufallsvariablen aufzusummieren. Ja? Dann steht da mal, das ist eine Zahl, die kann ich vor die Summe schreiben. Also wenn ich jetzt hier n dividiert durch n schreibe, ja, dann sieht man, dann generiere ich durch dieses n, was mir fehlt, um diesen Ausdruck dann als x quer zu interpretieren. Ja, ich habe eben dann hier noch ein n übrig, aber das kann ich nach vorne stellen zu der 2. So möchte ich hier verfahren. So, und hier n mal x quer Quadrat. So. Ja, also fasse ich zunächst zusammen. So, ich habe jetzt Summe von i1 bis n minus 2 mal n mal x quer zum Quadrat, denn hier wird multipliziert, plus n mal x quer zum Quadrat. Jetzt habe ich hier minus 2 mal diesen Ausdruck und hier habe ich plus 1 mal diesen Ausdruck. Also kann ich die beiden zusammenfassen. Dann habe ich minus 1 mal diesen Ausdruck. Also auf der linken Seite übernehme ich. Ich habe immer noch den Erwartungswert von dieser Zufallsvariablen. Jeder Schätzer ist auch eine Zufallsvariable. So. Und dann habe ich hier zunächst den Erwartungswert von minus n mal x quer zum Quadrat. So. An der Stelle verwende ich jetzt Satz 1, den ich im Anschluss beweisen werde. So, ich kann das als Zufallsvariable betrachten. Dann habe ich zunächst den Erwartungswert von
dieser Zufallsvariablen, und dieser Satz 1 gilt auch für abhängige Zufallsvariablen. Also die Zufallsvariablen n Stück beziehen uns dann auch in dem Satz wieder nur auf metrisch skalierte, also keine stetigen Zufallsvariablen. Aber wir wollen eben reelle Zahlen auch zulassen. Und da ist es so, dass ich auch addieren kann. Ja? Also wie ich es hier jetzt mache. Natürlich ist der Erwartungswert von der Definition her eine Summe. Schauen Sie sich nur dieses Video die Zufallsvariable an. Da habe ich ja experimentiert mit diesem Erwartungswert. Ich habe auch dann die Definition konstruiert und so weiter. Also aus einer Summe kann ich immer eine konstante Zahl, in dem Fall n, herausziehen. Ja. Also habe ich hier minus n mal das. So, jetzt verwende ich noch einmal den Satz 1, denn ich habe ja hier n Zufallsvariablen. Und der Erwartungswert von der Summe von n Zufallsvariablen ist die Summe der Erwartungswerte. Der Beweis ist dann auch sehr technisch, ja, aber der Satz 1 ist sehr hilfreich an der Stelle. So. Ja, jetzt erkenne ich hier was, nicht wahr? Hier erkenne ich den Verschiebungssatz. Das ist bei mir jetzt dann Korollar 1. Korollar, also Folgerung deshalb, weil diese Folgerung direkt aus der Definition der Varianz folgt. Also zunächst habe ich Erwartungswert von dieser Summe. Und hier schreibe ich, das ist die Varianz von xi addiert mit, und Sie werden das dann spätestens dann verstehen, wenn ich Ihnen Korollar 1 bewiesen habe. Ja? Quadrat. Jetzt sehen Sie, ich habe hier fast keinen Platz mehr, deswegen schreibe ich hier unten weiter. Minus n mal, jetzt wieder Korollar 1 verwenden. Diesmal bezieht sich die Varianz auf das arithmetische Mittel, und zwar, nein, so ist ja Korollar 1 definiert, genau. Also habe ich hier quer und quadriert. So, und jetzt muss man sehr genau hinschauen. Zunächst einmal habe ich hier einen Laufindex hier oben, ne? Und ich habe n Summanden. Also kann ich zunächst einzeln summieren. Erstmal die Varianzen n Stück und dann diese Erwartungswerte quadriert n Stück, ja, weil das ist ja eine endliche Summe. Also habe ich zunächst Summe von i1 bis n, Varianz xi addiert mit Summe 1 bis n, xi zum Quadrat. Minus. So, an der Stelle verwende ich für das hier, das ist die Varianz, die bezieht sich ja, oder schreiben wir es in zwei Schritten. Hier steht ja, damit man es dann im Lemma wiederfindet. Ja. Das Lemma ist bei mir, muss ich gleich mal nachschauen, ich habe zwei Lemmas formuliert. Das Lemma wäre dann bei mir 2, Lemma 2. Ich habe aber auch ein Lemma 1 mit eingefügt in das Video, weil es gibt hier zwei Möglichkeiten zu argumentieren. Einmal mit Lemma 2, das ist die kurze Version, oder einmal mit Lemma 1 mit dem Vorfaktor, wenn ich die Varianz von einer Zufallsvariable, die multipliziert mit einer Zahl,
verrechnet wird, ermitteln möchte, dann kann ich den quadrierten Vorfaktor rausziehen aus der Varianz. Ja, das könnte ich dann machen, ja, an der Stelle. Und dann sind ja die Zufallsvariablen stochastisch unabhängig und dann ist eben, dann besteht eben die Möglichkeit, beziehungsweise nein, ich muss so argumentieren, die Zufallsvariablen sind identisch verteilt und dann sind diese n, diese Summe aus n Varianzen sind natürlich dann identisch, ja, weil wenn die Zufallsvariablen identisch verteilt sind, dann haben sie auch alle denselben Erwartungswert, weil sie sich auf dieselbe Verteilung beziehen. Aber der Erwartungswert ist wieder über den Verschiebungssatz, also hier Korollar 1, mit der Varianz verknüpft. Ja? Also sind auch die Varianzen gleich. Aber wir nehmen hier dann Lemma 2. Ja? Aber zunächst formuliere ich das aus, also x quer hier ist ja nichts anderes als dieses arithmetische Mittel. So, addiert mit so, jetzt verwende ich Lemma 2 und Lemma 2 besagt, wenn die Zufallsvariablen stochastisch unabhängig sind und identisch verteilt, das liegt hier vor, ja, wir haben die Voraussetzung, dann kann ich diese Varianz auch anders schreiben, und zwar wie folgt. So, minus n. Und hier setze ich jetzt Lemma 2 an. Das ist die Varianz von x dividiert durch n. Lemma 2 werde ich beweisen im Laufe des Videos. So, hier habe ich das hier. Da schreibe ich jetzt mal anders. Ja. Da schreibe ich so, das ist ja 1 durch n mal, so, 1 bis n xi. So, in dieser Klammer steht dieser Erwartungswert. Hier müssen wir noch klammern wegen dem Vorfaktor. So, an der Stelle verwende ich die Information identisch verteilte Zufallsvariablen, ja? Und zwar an der folgenden Stelle. Zunächst hier. Das habe ich ja erklärt. Wir haben dann n mal die gleiche Varianz. Genauso hier. Das ist n mal die gleiche Zahl, weil der Erwartungswert hängt über den Verschiebesatz, in unserem Fall Korollar 1, mit der Varianz zusammen. Wir haben identisch verteilte Zufallsvariablen. Hier kann ich hinein multiplizieren, dann habe ich minus die Varianz von x. Was mache ich hier hinten? Zunächst einmal nutze ich die Linearität von dem Erwartungswert aus. Ja? Das schreibe ich vielleicht nochmal drüber. Linearität von Erwartungswert. Das heißt, diese Zahl kann ich vor den Erwartungswert schreiben, weil der Erwartungswert ist nach Definition eine Summe, weil wir metrisch skalierte Zufallsvariablen haben. Also habe ich hier
zunächst in der Klammer 1 durch n mal, naja, und der Erwartungswert bezieht sich auf eine Summe und dann kann ich wieder die Summe der Erwartungswerte berechnen. Also habe ich hier Summe von 1 bis n. So, wir haben hier das Quadrat. Ja? Das Quadrat bezieht sich jetzt auf ein Produkt. Wir dürfen diesen Faktor nicht vergessen, ja? Der bezieht sich ja auf die komplette Klammer, also auch auf diesen Ausdruck hier hinten. Also kippt schon mal das Plusvorzeichen hier und wir hätten hier, naja, minus n mal, ja? So, aber wenn ich das quadriert zuvor, dann hätte ich ja hier Quadrat, ja? Jetzt sind aber diese Zufallsvariablen identisch verteilt, ja? Also ist das hier n mal der Erwartungswert von der Zufallsvariablen x, ja? So. Vielleicht nochmal in zwei Schritten. Also ich nehme hier nochmal die Information identisch verteilte Zufallsvariablen. Dann habe ich hier n mal die Varianz plus n mal den Erwartungswert von dieser Zufallsvariablen quadriert minus Varianz. So, hier kann ich kürzen, ja, beziehungsweise richtig kürzen, die 2 weg. Dann habe ich hier minus 1 durch n. Und jetzt habe ich hier n mal diesen Erwartungswert. Jetzt habe ich dasselbe Spiel, genau. Ich habe hier wieder ein Produkt, bestehend aus 2 Faktoren, nämlich n und den Erwartungswert von dieser Zufallsvariable. Und man kennt Potenzgesetze oder auch nicht. Es gilt natürlich, wenn ich ein Produkt quadriere, dann habe ich hier a² mal b². Aber solche Grundrechenmethoden und solche Basiskenntnisse habe ich ja auch in meinem Buch sehr ausführlich dargestellt. Da geht es ja nicht nur um Beweisen. So, also, dann habe ich hier den Erwartungswert. Habe hier n mal die Varianz, nicht wahr? Plus n mal diese quadrierte Zahl hier minus die Varianz von x minus 1 durch n mal, jetzt wird quadriert. So. Man sieht, ich kann hier wieder kürzen. Jetzt, wenn ich schön zusammenfasse, dann erkennt man hier was sehr Interessantes. Also zunächst einmal habe ich hier n mal die Varianz von dieser Zufallsvariable minus die Varianz von x. Und hier habe ich n mal den quadrierten Erwartungswert und hier habe ich minus n mal den quadrierten Erwartungswert. So, die beiden heben sich weg. Hier kann ich die Varianz ausklammern. Nämlich dann steht hier n minus 1 mal die Varianz. An der Stelle sieht man, warum ich den Vorfaktor
zunächst weggelassen habe, denn hier habe ich jetzt eine Gleichung. Wir betrachten immer n, ja, größer gleich 2 bei einer Zufallsvariablen. Das ist ja uninteressant. Wir befragen mindestens 2 Personen. 1 darf ich nicht einsetzen, wenn ich durch n minus 1 teilen will. Also ich schreibe das zunächst, also ich nutze die Gleichung hier, mache nochmal den Hinweis, multipliziert habe ich hier multipliziert, also auf beiden Seiten der Gleichung dieselbe Operation mit dem Erfolg, dass ich hier wieder kürzen kann. Jetzt nutze ich noch einmal die Linearität vom Erwartungswert rückwärts gelesen. Also wenn ich einen Faktor rausziehen kann aus dem Erwartungswert, dann kann ich ihn auch wieder zurückführen. Das mache ich. Dann habe ich hier wunderbar, ja, coole Idee. Wir sehen, das hier ist ein erwartungstreuer Schätzer für die Varianz von x. Ja, wir haben nachgewiesen, ein Erwartungswert bezogen auf diese Varianz, die sich auf diese Verteilung, die nicht notwendigerweise bekannt sein muss, bezieht. Dann habe ich hier einen Schätzer, das ist in dem Fall diese Zufallsvariable, und erhalten habe ich diesen Parameter. Gut, also der Hauptsatz ist bewiesen. Ich habe natürlich noch ein paar andere Sätze noch mit hinzugefügt, ja, die in dem Kontext sehr interessant sein können. So, jetzt kommen wir zum nächsten, nämlich zu Satz 1. Was habe ich hier formuliert? Wenn wir n Beobachtungen haben, also n Zufallsvariablen, n Befragungen metrisch skaliert, dann gilt das hier. Also das haben wir jetzt an einigen Stellen immer verwendet. Das muss man natürlich auch beweisen. So. Die Idee ist jetzt folgende. Ich könnte hier jetzt einfach stupide die vollständige Induktion ansetzen und das als wahr voraussetzen. Aber das ist wenig hilfreich. Ja? Interessant ist immer, diese Induktionsvoraussetzung zu konstruieren. Das möchte ich jetzt erstmal machen. Man sieht ja für n1, da passiert nicht viel. Die Gleichung ist erfüllt. Würde da stehen, Erwartungswert von der Zufallsvariable 1 ist Erwartungswert von der Zufallsvariable 1. Deswegen starte ich mal mit n gleich 2. Wie komme ich auf diese Induktionsvoraussetzung? Um das geht es jetzt zunächst. Also gegeben sind n metrisch skalierte Zufallsvariablen. Beziehungsweise, ich will ja konstruieren, ich schaue mir 2 an. Ja? So. Und diese 2 Zufallsvariablen können unterschiedliche, ja, eine unterschiedliche Anzahl an Zufallswerten haben. Und das berücksichtige ich an der Stelle wie folgt. Ich sage, es soll gelten,
J, L, M, also 1, und wir sagen, summieren hier 1i, ja, die 1 wegen dieser Zuweisung, weil wir haben ja hier 2, und i ist der Laufindex. So. Wenn wir über alle Zufallswerte die Wahrscheinlichkeit, die entsprechende, also die Wahrscheinlichkeit bezogen auf den entsprechenden Zufallswert, wenn wir da alle Wahrscheinlichkeiten aufsummieren, wir haben L Stück, ja, L Stück, ja, was kommt dann raus? Ja, natürlich 1, ja, weil das, diese Zufallswerte zerlegen ja den Grundraum, den Ergebnisraum in disjunkte Teilmengen, ja. So, und genauso hier habe ich eben M-Stück gewählt, M-Zufallswerte. Da schaue ich mir die Zufallsvariable 2 an, die kriegt jetzt 2 Index J. So, und da passiert dasselbe, 1. Das mache ich aus dem Grund, weil ich hier eine unterschiedliche Anzahl an Zufallswerten generieren will. Die müssen ja nicht unbedingt von der Anzahl her gleich sein. Also es muss nicht gelten, L gleich L. Ja? Die dürfen sich unterscheiden. So. Und jetzt verwende ich zunächst die Definition von dem Erwartungswert bezogen auf eine Funktion eines Zufallsvektors. Und diese Definition von dem Erwartungswert, die stelle ich zum Schluss vor. Ja? Und unsere Funktion ist ja in dem Fall einfach nur eine Summe. Ja? Aber allgemein ist es eben eine Funktion. Aber diese Definition, diese spezielle hier, die sich auf eine Funktion von einem Zufallsvektor bezieht, die präsentiere ich ganz zum Schluss von dem Video. Hier verwende ich sie an der Stelle. Ich erkläre sie dann auch zum Schluss. Also ich habe hier zunächst die Summe von 2 Zufallsvariablen. Ich habe 2 Zufallsvariablen. Und was schreibe ich hier? Ja, hier muss ich die gemeinsame Verteilung, in dem Fall die Faltung von diesen 2 Zufallsvariablen berücksichtigen. Faltung deshalb, weil wir hier eine Addition haben von 2 Zufallsvariablen. Also habe ich hier x1 geschnitten. Jetzt wird es wieder chaotisch, nicht wahr? X Index 2j geschweifte Klammer zu. So. Naja, wir haben hier eine endliche Doppelsumme, ja? Ich kann das so interpretieren. Und da gilt ja Kommutativität. Es ist egal, wie ich da summiere. Also ich kann die Summationszeichen auch vertauschen. Ja? Also zunächst kann ich natürlich diese endliche Summe ausnutzen. Ich kann über alle x-Index 1i multipliziert mit diesen Wahrscheinlichkeiten. Also die kann ich erst zusammenzählen, ja, und dann eben ja die andere. Was sieht man denn hier? Hier ist i, hier ist j. Ja, also kann ich ja diesen Zufallswert dann vor diese Summation schreiben. Ja? Weil diese Zufallswerte hängen ja nicht von J ab. Ja? Beziehungsweise
War zu schnell. Ich muss ja erst summieren, nicht wahr? Ich habe hier zwei Summanden und eine endliche Doppelsumme. Also kann ich endlich doppelsummieren über beide Summanden einzeln. Ja? Also schreibe ich zunächst so. Das ist die Doppelsumme. So. Ich summiere hier diesen Summanden auf. Also der Summand besteht aus zwei Faktoren. Und dann summiere ich eben den zweiten Summanden auf. Nämlich den hier. So, und da das eine endliche Doppelsumme ist, kann ich natürlich die Summationszeichen auch tauschen. Ja? Das mache ich deshalb, weil dieses J dann nicht von I abhängt und dieses I nicht von J. Okay? Gut, also habe ich den Erwartungswert von der Faltung. Ein passendes Experiment wäre zum Beispiel der zweifache Würfelwurf und man interessiert sich für die Augensumme. Ja, das wäre dann die Faltung. So, jetzt ne, kann man diese Zufallsvariablen bzw. die Zufallswerte vor die entsprechende Summe schreiben. Dann habe ich hier Summe von 1 bis L, x1i. So, ich klammer das mal, ja. Man sieht gleich warum. Ich muss jetzt genau hinschauen. Wenn man das an der Stelle nicht sieht, dann wird man nicht mehr weiterkommen bei dem Beweis. Aber ich erkläre es gleich. So. So, wir haben m Zufallswerte für die Zufallsvariable x2, mehr nicht. Ja? Und das ist hier fix. Ja? Mein Zufallswert x Index 1i, der wird ja gar nicht berührt, der ist fest. Aber ich summiere alle Wahrscheinlichkeiten auf, die mit diesem Zufallswert bezogen auf die Zufallsvariable 2 in Verbindung stehen. Also was habe ich dann hier als Wahrscheinlichkeit? Man könnte von totaler Wahrscheinlichkeit sprechen. Ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x1 den Wert x Index 1i annimmt. Und hier die analoge Argumentation, das ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable 2 den Wert x Index 2j annimmt. Ja. Naja, und jetzt verwende ich die Definition für
den eindimensionalen, also Erwartungswert, also wir beziehen das auf eine Zufallsvariable, hier in dem Fall x1 und x2. Und was steht dann hier? Naja, der Erwartungswert von dieser Faltung ist die Summe der Erwartungswerte. So, also hätte ich es schon mal für n gleich 2, ja, wenn hier ein n stehen würde, nachgewiesen, dass diese Induktionsvoraussetzung Sinn macht. Ich möchte es aber trotzdem nochmal für 3 machen. Ja, wir haben ja Zeit. Also, ich definiere jetzt x1, x2 und x3, drei Zufallsvariablen. Und es soll gelten, so i, j, k, l, m, n. Okay, also 1, 1, 1. So, x1, i ist 1, Komma. Hier schreiben wir x2 ist x Index 2j, ist ebenfalls 1, Komma. Und hier schreiben wir x3 ist x3 Index k gleich 1. Ja, das ist eine elegante Art und Weise, wie man hier die unterschiedliche Anzahl an Zufallswerten festlegen kann. Ja, und wie gehabt, ich beziehe mich hier auf die Definition von dem Erwartungswert, der sich auf einen Zufallsvektor bezieht. Ja, also das ist jetzt ein Vektor, ja. Und diese Definition bespreche ich ganz zum Schluss. So, naja, ich habe hier eine Summe, jetzt muss ich h nehmen, läuft von 1 bis 3 xh, also diese Summe habe ich. Also habe ich hier drei Summationszeichen. Also i, j, k, 1, 1, 1, l, m, n. Gut, also habe ich hier x Index 1i plus x Index 2j plus x Index 3k. Ach, du meine Güte. Das kriege ich natürlich nicht mehr hin. Deswegen schreibe ich hier unten das mal. So, die gemeinsame Verteilung ist natürlich dann, x1 nimmt x Index 1i an, geschnitten x2 nimmt x Index 2j an, geschnitten x3 nimmt x Index 3k an. So, dieses Malzeichen muss man sich jetzt gedanklich hierhin denken. Naja, und es bleibt ja dabei, wir haben eine endliche Dreifachsumme. Dann kann ich zunächst schreiben, das ist diese Dreifachsumme hier, x Index 1i mal die Wahrscheinlichkeit, x1 nimmt diesen Wert an, geschnitten, x2 nimmt diesen Wert an, geschnitten, x3 nimmt diesen Wert an. So, i, j, k, l, m, n, Start bei 1. Ja, selbe Spiel. i1, j1, k1, l, m, n. Diesmal x Index 2j mal diese Wahrscheinlichkeit. x1 nimmt den Wert an, geschnitten. x2 nimmt den Wert an, geschnitten. x3 nimmt den Wert an. So, dann letztes Mal. 1, 2, 3, i, j, k, l, m, n. So, x Index 3k multipliziert mit dieser Wahrscheinlichkeit. Also man hat die Struktur jetzt schon erkannt. Ja.
Das ist ja dieselbe Argumentation wie vorher, nur dass wir eben eine Summe mehr dabei haben. Ja. Man sieht, kommt eine Zufallsvariable dazu, kommt auch ein Summationssymbol dazu und muss mehr summieren. Aber was wir hier ausnutzen ist, wir schauen uns die äußere Summe an, i, hier passt es. Hier tauschen wir, ja. Hier sagen wir, hier wollen wir m haben und hier l. Dann haben wir hier i und hier j. Ja? Da kann ich dasselbe Spiel wieder machen wie vorhin. Denn diese Zufallswerte hängen nicht von l und j ab, kann ich vorschreiben. Genauso dieser Zufallswert hängt nicht von k und i ab. Und k, ja, wir tauschen hier mit l. Hier wollen wir n haben. Ja. Hier i und hier k. So dass wir diesen Zufallswert auch wieder nach vorne schreiben können. Also hier soll k sein. Also folgt daraus, die Summe statt 1 bis 3 x Index h ist gleich. So, schauen wir nochmal nach oben. Hier haben wir i 1 bis l x Index 1i mal, ich kürze es jetzt ab, ja, das ist die Doppelsumme und man sieht ja, oder nee, ich möchte es nicht wieder chaotisch hinterlassen, ich muss daran arbeiten, damit ich selber zufrieden bin, nicht für irgendjemand, sondern für mich selbst. Sollte schon sauber argumentieren. Also ich habe hier x Index 1i ist halt immer eine Menge Schreibarbeit und das nervt halt ab und zu. Aber wenn man es zweifelsfrei darstellen will, dann muss man den Schreibaufwand auf sich nehmen. 3 Index k. So. Damit man auch sieht, was hier passiert. Ja? Also wir haben hier diesen Zufallswert. Der ist hier wieder fest, weil wir summieren ja nur über k und j. Also sind das alle möglichen Wahrscheinlichkeitswerte, die diesen Zufallswert berücksichtigen und meine zwei möglichen Kombinationen für die entsprechenden Zufallsvariablen x2 und x3. Mehr ist nicht möglich. Also ist das hier insgesamt ja wieder nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable 1 den Wert x Index 1i annimmt. Ja? So, wir argumentieren hier weiter. Plus, was habe ich jetzt hier? Jetzt steht j, ne? J 1 bis m, da ist x Index 2j. So, und das war ja L. Hier haben wir dann Kn, genau. Und selbe Spiel, x1, x Index 1i geschnitten, x2, x Index 2j geschnitten, x3 gleich x Index 3k. So. Das ist die gemeinsame Verteilung. Wir brauchen noch eine Klammer. Und das ist ja auch nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x Index 2 den Zufallswert x Index 2j annimmt. So, ein letztes Mal. Jetzt haben wir k außen, k1 bis n. So, x Index 3k multipliziert mit. Was bleibt übrig? Also 1 bis m und i 1 bis l. Wieder dasselbe Spiel. x1, x1i geschnitten. x2, x2j geschnitten. x3 gleich x3k. So. Das ist auch wieder nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable 3 den Wert x Index 3k annimmt. Ja,
totale Wahrscheinlichkeit jeweils dreimal angewendet. Dann habe ich hier letztlich Summe von h bis 3. Ich summiere Zufallsvariablen auf. Naja, die Definition von dem Erwartungswert ist dann der Erwartungswert von x1 addiert mit Erwartungswert von x2 addiert mit Erwartungswert von x3. So. Naja, und das kann ich ja so schreiben, wieder die Summenschreibweise verwenden. Ich habe hier diese Summe, von der mich der Erwartungswert interessiert, und das ist nichts anderes als die Summe der Erwartungswerte. So, jetzt haben wir es auch für N3. Also daraus folgt jetzt ja, diese Induktionsvoraussetzung. Also für ein N, das glauben wir jetzt, das haben wir uns plausibel gemacht, die Struktur haben wir uns erschlossen, gilt. So, I1 bis N, davon der Erwartungswert bezogen auf Zufallsvariablen N Stück ist nichts anderes als die Summe der Erwartungswerte. So, das ist unsere Induktionsvoraussetzung, die wir hier konstruiert haben. Das ist immer das Interessante bei der vollständigen Induktion. Ja, ja gut. Und jetzt nach Schema F. Ja. Für n gleich 1 gilt der Erwartungswert von der ersten Zufallsvariable ist der Erwartungswert von der ersten Zufallsvariable. Die Gleichung ist erfüllt. Für n gleich 2, das habe ich gezeigt, gilt ebenfalls Summe von 2 Zufallsvariablen, davon der Erwartungswert ist die Summe der Erwartungswerte. Und ich habe auch gezeigt, dass es für 3 gilt. Dann haben wir die Struktur erkannt. Bei 4 kommt dann eine vierte Summationszeichen dazu, aber an der Argumentation ändert sich nichts. Also ich komme immer wieder zu demselben Resultat. So. Gut, also das wäre der Induktionsanfang. Ja. Jetzt kommt eben der Induktionsschritt. Der ist ja von n auf n plus 1. Und wie mache ich das jetzt? Ja, wir sehen hier für n 2 habe ich es ja gezeigt, das nutze ich jetzt. Also zunächst nehme ich n Stück, summiere die, also n Zufallsvariablen, und ich addiere eine dazu, die n plus 1. So, jetzt kann ich das als Zufallsvariable betrachten. Dann hätte ich y, nenne ich die, plus x-Index n plus 1. So, für n gleich 2 habe ich es aber gezeigt, das ist der Induktionsanfang, der gilt. Ich habe hier 2, also kann ich zunächst schreiben, jetzt kann ich die Klammern auch wieder weglassen, das ist der Erwartungswert von y addiert mit dem Erwartungswert von x-Index n plus 1. So. Ja gut. Y ist aber nichts anderes als naja, Summe von i1 bis n x-Index i plus e von dieser Zufallsvariable. Jetzt verwende ich an der Stelle die Induktionsvoraussetzung, um das hier umzuschreiben. Ja? So, das ist die Induktionsvoraussetzung. So, also habe ich hier, was kann ich hier machen? Die kann ich zusammenfügen. Ja? Ich habe hier eine Summe
beginnend bei 1 bis n und hier ist n plus 1, also ist 1 Summand mehr. Also nach n kommt der n plus 1, also kann ich hier schreiben, das ist die Summe von 1 bis n plus 1 x Index i. Und hier zunächst die Induktionsvoraussetzung verwendet. Summe der Erwartungswerte. Naja, und dann habe ich selbe Spiel hier. I startet bei 1 bis n, aber ich habe hier n plus 1. Ja? Also kann ich schreiben, das ist die Summe Start bei 1 bis n plus 1. Naja, und damit ist der Induktionsschritt erbracht. Ich habe hier n plus 1 und hier n plus 1. Also man sieht, die Aussage bezogen auf n war bei uns in unserem Beispiel diese Gleichheit. Also e bezogen auf i1n xi ist gleich Summe e xi. Und gefolgert habe ich, ja, ich habe ja nur hier eine Zufallsvariable dazu addiert, ja. Also normalerweise hätte ich, ich muss ja bei n starten, hätte ich so schreiben müssen. Ich beziehe mich zunächst auf das hier. Und daraus folge ich, beziehungsweise so mache ich es. Ich betrachte die Aussage diese Gleichung hier. Das ist ja insgesamt eine Aussage. Ja. Und dann folge ich eben, ich nehme diese Seite hier und addiere diese Zufallsvariable dazu. Ja. Genau. Und dann habe ich zeigen können, dann komme ich tatsächlich hier hin. Ja. Das kürze ich jetzt ab. Es steht ja schon oben. Ich komme tatsächlich zu der Aussage a n plus 1. Also habe ich zum einen gezeigt, dass für a1 der Induktionsanfang erfüllt ist. Ja. Und dann habe ich noch nachgewiesen, dass die Aussage bezogen auf n daraus gefolgert werden kann. Dann gilt auch die Aussage auf n plus 1. Ja, und deshalb, das ist jetzt nur ein Einschub, der gehört nicht zum Beweis, deshalb gilt diese Aussage für alle n. Ja, man beachtet, diese Menge ist nicht die Menge mit dem Index 0. Ja? Hier wäre die 0 dabei, hier nicht. Ja? Spielt aber keine Rolle für die vollständige Induktion. So, für alle n gilt Erwartungswert von dieser Summe ist die Summe der Erwartungswerte. So, also QED. Schauen wir weiter, was wir noch beweisen müssen. Definition Kovarianz. Okay. Wenn x, y Zufallsvariablen sind, dann gilt einfach diese Definition hier. Also wir haben hier einen Erwartungswert, der bezieht sich jetzt auf dieses Produkt. Und das wird als Kovarianz bezeichnet. Tja, aus dieser Definition folgt ein Korollar, nämlich das hier. Das beweisen wir. Manchmal kann man das Korollar einfach ohne Beweis stehen lassen, wenn es trivial ist, aber ich denke, dass die Darstellung nicht ganz, man weiß zwar, warum das so sein muss, aber es folgt nicht direkt aus dieser Darstellung. Also deswegen Beweis, also sei der Erwartungswert existent. Ja. Dann gilt wegen der Definition von der Kovarianz zunächst Kovarianz
von xy ist der Erwartungswert von so x minus Erwartungswert von x multipliziert mit y minus Erwartungswert von y. So. Gut. Ich habe hier ein Produkt. Das kann ich ausmultiplizieren. Dann habe ich den Erwartungswert x Quadrat, so minus x mal diesen Erwartungswert minus Erwartungswert mal y, so plus Erwartungswert von x multipliziert mit Erwartungswert von y. So sieht es zunächst aus. Daraus folgt, Kovarianz von xy ist gleich. So, was nutze ich denn hier? Wobei ich hier, das sieht man einen Fehler, ne? Das ist ja x und das ist y. Das sind nicht dieselben Zufallsvariablen. Also hier kommt das Produkt x multipliziert mit y. Ja. Aber was habe ich hier? Ich kann das als Zufallsvariable betrachten, das als Zufallsvariable und die beiden als Zufallsvariable. Wobei ich hier eine Bemerkung machen möchte, ja, das sind ja zwei Zahlen, ja. Hier ist ja der Erwartungswert schon berechnet und hier ist meine Zufallsvariable jeweils. Aber man erinnert sich, der Erwartungswert, der ist nach Definition eine Summe. Wenn ich jetzt die Zahlen hier einsetze, ja, oder jede andere Zahl, dann hätte ich eine Summe. Die Zahl steht hier. Ja, kann ich klammern und hier würde dann die Wahrscheinlichkeit von, ja, von x und y stehen. Ja, so muss ich es formulieren. So, das ist die gemeinsame Verteilung dann. Aber das ist ja konstanter Wert, den kann ich vor diese Summe schreiben, werden hier wieder eine Doppelsumme, ij, ja, und naja, wenn ich über alle Zufallswerte summiere, ja, dann habe ich 1 da stehen. Ja. So mal 1. Deswegen, wenn man den Erwartungswert von einer Zahl nimmt, bleibt immer die Zahl übrig. Ja. So. Gut. Zurück zu dem hier. Jetzt nehme ich hier Satz 1, den ich gerade bewiesen habe. Nämlich der Erwartungswert von einer Summe, ja, ist die Summe der Erwartungswerte. Aber hier habe ich wieder eine Zahl, also nutze ich auch die Linearität aus von dem Erwartungswert. Hier genauso, die Zahl kann ich vor den Erwartungswert schreiben. Und hier berechne ich dann den Erwartungswert von der Zufallsvariablen y. So, und hier habe ich dieses Produkt. Erwartungswert von x multipliziert mit Erwartungswert von y. Jetzt habe ich hier aber zweimal, ja, diesen Erwartungswert. Also habe ich hier Kovarianz xy ist gleich minus zweimal. Hier kann ich auch das Kommutativgesetz für die Multiplikation für die reellen Zahlen anwenden. Ja, und dann sieht man schon, was hier passiert. Ja. Ich habe hier minus zweimal diesen Ausdruck und hier habe ich einmal diesen Ausdruck. Also habe ich tatsächlich Kovarianz von xy ist gleich Erwartungswert von dem Produkt minus dieses Produkt. Ja. Coole Idee. Mehr wollten wir nicht zeigen. Gut.
Dieser Satz 2 wird auch oftmals als der Satz von Benjamin bezeichnet, ein französischer Mathematiker. So, wir beweisen ihn, seien x1, x2 metrisch skalierte Zufallsvariablen. So, dann gilt zunächst wegen der Definition der Varianz, wo haben wir die eigentlich? Ja, schreiben sie noch mal hin. Beziehungsweise ich schreibe es nicht nochmal hin, ich verwende sie. In dem Video die Zufallsvariable, da habe ich ja auch die Varianz ausführlich besprochen und die Standardabweichung, wie das zusammenhängt. Und da musste ich die Varianz definieren. Also ich verwende hier die Definition der Varianz. Und die besagt, die Varianz von, ich habe hier eine Summe, also x1 addiert mit x2. So, und jetzt verwende ich die Definition. Die Varianz ist ein Erwartungswert. Ich muss aber hier x1 plus x2 einsetzen, abzüglich Erwartungswert von dieser Faltung hier. So, und das Ganze wird quadriert. Also die mittlere quadratische Abweichung der Zufallswerte vom Erwartungswert auf lange Sicht. Ja, das ist die Definition der Varianz. So, aber innerhalb der Klammer kann ich ja etwas umstrukturieren, ja, so möchte ich es mal formulieren. Nämlich, ich schreibe hier, Varianz x1 plus x2 ist gleich. So, Erwartungswert bezieht sich auf den Ausdruck. Was passiert in der Klammer? Ich kann das so schreiben, x1 minus Erwartungswert von dem addiert mit, x2 minus Erwartungswert von x2. Und was habe ich hier mit einfließen lassen? Naja, Satz 1, ja, hier hinten. Da habe ich wieder eine Summe und da kann ich die Summe von Erwartungswerten berechnen. Gut, also, dann habe ich hier eine Summe bestehend aus zwei Summanden und das wird quadriert. Also kann ich wieder im Körper der reellen Zahlen rechnen. Das mache ich hier kenntlich, beziehe mich auf die Addition und Multiplikation. Und dann habe ich hier zunächst so Erwartungswert, oder ich schreibe es hier unten, weil das wird etwas größer. Erwartungswert x1 minus Erwartungswert von x1 zum Quadrat, so, plus 2 mal x1 minus Erwartungswert von x1 multipliziert mit x2 minus Erwartungswert von x2 addiert mit, x2 minus Erwartungswert von x2 zum Quadrat. Davon der Erwartungswert. Jetzt verwende ich wieder an der Stelle Satz 1, nämlich den Erwartungswert bezogen auf eine Summe. Ja, kann ich berechnen, indem ich die Erwartungswerte addiere. Also habe ich hier die Varianz von der Faltung ist gleich Erwartungswert von x1 zu Erwartungswert von x1 quadriert plus die Linearität vom Erwartungswert ausnutzen, also die 2 kann ich nach vorne schreiben. Hier hätte ich dann x1 minus Erwartungswert von x1 multipliziert mit x2 minus Erwartungswert von x2 addiert mit Erwartungswert von x2 zu Erwartungswert von x2 und das Ganze wird quadriert. So. Tja,
Tja, an der Stelle verwende ich die Definition der Varianz und die Definition der Kovarianz, die wir gerade kennengelernt haben, denn wir erkennen hier die Definition der Kovarianz. Also habe ich hier Varianz von der Faltung ist nichts anderes als die Varianz von x1. Hier gilt ja Kommutativität, also kann ich hier gleich schreiben, plus Varianz von x2 addiert mit 2 mal der Kovarianz von x1 und x2. So, QED. Das war der Beweis von diesem Satz hier. So. Die diskrete Faltung und die Korrelation. Man sieht hier im zweiten Argument passiert was, ja, das Additiv. Also wir beweisen das. Seien x1, x2, x3 metrisch skalierte Zufallsvariablen. Dann gilt zunächst wegen der Definition der Kovarianz. Die Kovarianz bezogen auf x1 und der Faltung x2 mit x3 ist nach Definition nichts anderes als so x1 minus den Erwartungswert von x1 multipliziert mit naja, x2 plus x3, also die Faltung minus den Erwartungswert von dieser Faltung. So, das ist schlicht die Definition angewendet. So, jetzt kann ich aber hier was machen. Ja? Zunächst verwende ich wieder Satz 1. Weil ich erkenne hier eine Summe und ich möchte den Erwartungswert ermitteln, also kann ich die Summe der Erwartungswerte bilden. So, also kann ich zunächst schreiben, die Kovarianz von x1 mit der Faltung von x2 mit x3 ist nichts anderes als, ich schreibe hier unten weiter, e, hier habe ich zunächst x1 minus Erwartungswert von x1 und hier hinten schreibe ich, ich schreibe es dann gleich um. Ja. Also ich habe hier x2 minus den Erwartungswert bezogen auf die Zufallsvariable x2. Das kann ich ja klammern. Addiert mit der Zufallsvariablen 3 abzüglich dem Erwartungswert bezogen auf die Zufallsvariable 3. So. Und davon den Erwartungswert. Man sieht unschwer, was hier passiert. Nämlich, na, wir haben hier reelle Zahlen, ja. Wir sind ja in R. So. Also kann ich hier rein multiplizieren. Ich habe hier eine Summe. Also ich wende sozusagen das Distributivgesetz an. Und zwar im Körper der reellen Zahlen. Also habe ich hier Erwartungswert von so x1 minus Erwartungswert von x1 multipliziert mit x2 minus Erwartungswert von x2 addiert mit x1 minus Erwartungswert von x1 multipliziert mit x3 minus Erwartungswert von x3. Und davon den Erwartungswert. Jetzt verwende ich wieder Satz 1, nämlich die Kovarianz von x1 mit der Faltung ist nichts anderes als der Erwartungswert von x1 minus Erwartungswert von x1 multipliziert mit x2 minus Erwartungswert von x2 addiert mit Erwartungswert von
x1 minus Erwartungswert von x1 multipliziert mit x3 minus Erwartungswert von x3. So, und was sieht man hier? Ich kann die Definition der Kovarianz wiederverwenden. Dann habe ich tatsächlich Kovarianz x1 mit der Faltung x2 plus x3 ist nichts anderes als Kovarianz von x1 mit x2 plus Kovarianz von x1 mit x3. QED. So, damit wäre dieser Satz bewiesen. Das ist ein sehr wichtiger Satz hier. Wenn ich zwei Zufallsvariablen habe, metrisch skaliert, sind dann auch diskret, ja, und stochastisch unabhängige Zufallsvariablen, ja, die zwei sind stochastisch unabhängig, dann gilt, die Kovarianz verschwindet. Ja, Beweis, seien x1, x2 metrisch skaliert und stochastisch unabhängig. Das ist unabhängig. So, daraus folgt die Definition der Kovarianz. Kovarianz von x1 und x2, so, ist gleich x1 minus Erwartungswert von x1 multipliziert x2 minus Erwartungswert von x2. So, davon der Erwartungswert. Daraus folgt, die Kovarianz von x1 und x2 ist gleich, so, was verwenden wir hier? Ausmultiplizieren. x1 multipliziert mit x2 minus x1 mal Erwartungswert von x2 minus x2 mal, beziehungsweise, hier steht ja, Erwartungswert von x1 multipliziert mit x2 plus Erwartungswert x1 multipliziert mit Erwartungswert x2 und davon den Erwartungswert. Ja, daraus folgt, Kovarianz von x1 mit x2 ist gleich. Hier verwende ich Satz 1. x1 multipliziert mit x2, davon der Erwartungswert, minus, ja, das fasse ich gleich zusammen, ja, x1 mal x2, so. An der Stelle verwende ich Korollar 2, können wir nochmal zurückschauen. Das habe ich ja bewiesen, Korollar 2, wo ist es? Hier, ja, Korollar 2 verwende ich und ich darf schreiben für die Kovarianz das hier. Ja. Müsste ich eigentlich genauer argumentieren, nicht wahr? Weil man sieht ja nicht, wo die stochastische Unabhängigkeit mit einfließt, ja? Wir haben hier stochastische Unabhängigkeit. Dann mache ich das noch nicht an der Stelle, weil wir brauchen das Korollar ja gar nicht, das ist ja überflüssig. Wir machen das mit der Definition. Wir sagen hier so, wir wollen die Kovarianz von diesen Zufallsvariablen wissen. Dann habe ich hier zwei Zufallsvariablen, i, j,
von 1 bis ilm. So, gut, dann habe ich hier i plus x bzw. mal. Ja. Hier haben wir ja mal x Index 2j multipliziert mit der gemeinsamen Verteilung. Ja. Also das ist dann praktisch x Index 1 multipliziert mit x Index 2 nimmt den Wert x Index 1 i mal x Index 2 j an, geschnitten mit beziehungsweise nein, so muss ich es formulieren. Die gemeinsame Verteilung bezieht sich ja auf x Index 1 nimmt den Wert x Index 1 i an, weil das Produkt errechnet sich ja von den zwei Zufallswerten. So, das ist die gemeinsame Verteilung hier. Und hier geht jetzt eben das hintere schreibe ich ab, die stochastische Unabhängigkeit mit ein, ja? Nämlich hier, wenn wir nicht Abhängigkeit, sondern wir haben zwei Zufallsvariablen, die stochastisch unabhängig sind, also habe ich hier ein Produkt zu formulieren. Das ist Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable 1 den Wert 1 Index i annimmt, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable 2 den Wert x Index 2j annimmt. Ja? So. Jetzt argumentiere ich wie folgt. I hängt nicht von dieser Summe ab. Ja? Also habe ich hier Kovarianz von x1 und x2 ist gleich. So. Summe i1 bis l, also kann ich den Zufallswert hier vorschreiben, den Iden. So. Natürlich, weil ich das Produkt habe und i nicht von j abhängt, hier ist ja auch i bei der Wahrscheinlichkeit dabei, kann ich gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit hier auch vorziehen. Ja? Also jetzt sieht man an der Stelle, wo die stochastische Unabhängigkeit einfließt. Also ich muss hier kein Korollar verwenden. Also hier ist m. Hier bleibt x Index 2j multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die zweite Zufallsvariable den Wert x Index 2j annimmt. So, das untere schreibe ich wieder ab. Ich muss das Produkt hier abziehen. Und was erkennt man jetzt an der Stelle? Ja, an der Stelle erkennt man die Definition vom Erwartungswert. Ja? Jeweils. Also Definition, Erwartungswert, dann habe ich hier Kovarianz von x mit x2 ist gleich Erwartungswert von der Zufallsvariable 1 multipliziert mit Erwartungswert von der Zufallsvariable 2 abzüglich dem gleichen Produkt. Und dann erkennt man unschwer, dann muss folgen die Kovarianz von zwei stochastisch unabhängigen Zufallsvariablen verschwindet. QED. Puh. So. Was habe ich denn noch hier? Ja, ich möchte langsam fertig werden, weil mein Kater wird unruhig. Stochastische Unabhängigkeit und Varianz. Das ist natürlich ein sehr aufwendiger Beweis. Möchte ich den noch machen? Danach kommen zwei Lemmas. Ja gut, wir versuchen es. Seien x1 bis xn, ja? Metrisch skalierte und stochastisch unabhängige Zufallsvariablen. So. Ich möchte es auch wieder hier so machen wie beim Erwartungswert. Ja? Man sieht ja hier steht eine vollständige Induktion, ne? Also eine Induktionsvoraussetzung. Ich könnte hier einfach jetzt das als wahr voraussetzen, aber dann weiß niemand, woher das kommt.
Deswegen beziehe ich mich, oder ich kann es mal bei n lassen. Lassen wir es mal bei n. Wir fangen mal mit der Seite an. Ich sage hier, ich schaue mir die Varianz an, und zwar von der Summe. So, jetzt schreibe ich das so. Das ist doch die Varianz von x1 addiert mit, jetzt muss ich einen Index verschieben, statt bei 2 bis n. Ja? Das ist erlaubt, das Gleichheit gilt. Jetzt verwende ich den Satz von Bechamel. Den habe ich ja bewiesen. Und er besagt, ich kann ja das als zwei Zufallsvariablen hier betrachten. Ich habe den Satz hier angewendet. Die Varianz von x1 addiert mit der Varianz von ja, Summe statt bei 2 bis n x Index i plus 2 mal die Kovarianz. X1 mit Summe i2 bis n xi. So. Gut. Jetzt verwende ich Folgendes, nämlich die Definition der Kovarianz. Varianz von dieser Summe ist dann nichts anderes als so, Varianz von x1 addiert mit der Varianz von Summe 2 bis n xi plus 2 mal den Erwartungswert von so, x1 minus den Erwartungswert von x1 multipliziert Summe statt bei 2 bis n xi minus Erwartungswert von Summe statt bei 2 bis n xi. So, und davon der Erwartungswert. Jetzt wende ich hier den Satz 1 an. Ne? Ich addiere diese Erwartungswerte hier, das darf ich. Also Satz 1, dann habe ich hier die Varianz von dieser Summe. Also dann habe ich Varianz von x1 plus Varianz von der Summe statt bei 2 bis n xi plus 2 mal. Ja gut, wenn ich hier Satz 1 anwende, ja, und die Erwartungswerte von statt bei 2 bis n aufsummiere, dann habe ich ja 2 mal die gleiche Summation. Dann kann ich die auch zusammenfassen, diese Differenz. Kann ich auch die Differenz summieren. Also habe ich hier den Erwartungswert x1 minus Erwartungswert von x1 multipliziert mit Summe von i2 bis n xi minus Erwartungswert von xi. So. Jetzt sehe ich aber hier was, ja. Das hier hängt nicht von i ab. Also kann ich das hier reinziehen. Ja, also habe ich hier Varianz von der Summe xi ist gleich Varianz von x1 addiert mit Varianz von Summe statt bei 2 bis n xi. So, plus 2 mal Erwartungswert von Summe i statt bei 2 bis n x1 minus Erwartungswert von x1 multipliziert mit x Index i minus Erwartungswert von x Index i. So, und davon der Erwartungswert. Jetzt habe ich aber hier wieder eine Summe, ja, von ja, entsprechenden Zufallsvariablen, weil ich könnte hier wieder gedanklich ausmultiplizieren. Ja. Kann ich aber gleich als Produkt lassen, also kann ich den Erwartungswert wieder hier reinziehen. Also habe ich Varianz von Summe i1 bis n xi ist gleich Varianz von x1
addiert mit der Varianz von Summe 2 bis n xi. So, plus 2 mal. So, 2, ne? Bis n Erwartungswert von xi, xi und davon der Erwartungswert. So, hier kenne ich aber die Definition, ja, von der Kovarianz mit fixen x1. Nämlich, es steht hier jetzt Varianz Summe ist gleich Varianz von x1 addiert mit Varianz von Summe statt bei 2 bis n xi plus 2 mal, naja, Kovarianz von x1 und xi und wir summieren hier von i2 bis n. Ne? Gut. Was erkennt man jetzt hier? Ist alles 0, ja. Weil hier ist x1 fix und der Stadtindex läuft ja bei 2 los, ja. Aber wir haben ja hier stochastisch unabhängige Zufallsvariablen. Und da hatten wir ja gerade gesehen, dass da die Kovarianz jeweils immer 0 ist, ja. Das habe ich ja gerade bewiesen. Hier. Also ist das hier 0. Gleich 0 jeweils. Und insgesamt natürlich dann auch 0. Ja, man kann jetzt natürlich hier erkennen, dass dasselbe Spiel jetzt wieder möglich ist, genau der gleiche Ablauf, und dann rutscht eben hier bei dieser Zufallsvariable die Zufallsvariable x2 nach und dann wird hier eben der Laufindex wieder höher gesetzt, nämlich bei 3 und so weiter. Also man erkennt hier, dass die Induktionsvoraussetzung eigentlich schon für ein beliebiges n erfüllt ist. Ja? Also man erkennt hier, für ein n gilt Varianz von dieser Summe ist die Summe der Varianzen. Ja, hier zum Beispiel, wenn ich für n 2 einsetze, ja, ja, dann fällt das Summationszeichen weg, i nimmt 2 an, dann hätte ich ja bereits die Addition von diesen zwei Varianzen und das hier ist ja 0. Ja. Wenn ich hier dann 2 einsetze, hätte ich dann auch diese Kovarianz nur von diesen zwei Zufallsvariablen, die ist 0, weil sie stochastisch unabhängig sind. Ja. Ja. Jetzt nach Schema F die vollständige Induktion durchführen. Für N1 steht da Varianz von X1 ist gleich Varianz von X1. Das ist erfüllt. Das wäre dann der Induktionsanfang. Für N nach N plus 1, da schreibe ich das am besten jetzt mal so. Ich betrachte die Aussage für ein n. Und jetzt nehme ich die linke Seite der Aussage und addiere hier die Zufallsvariable x-Index n plus 1 dazu. Dann kann ich ja zunächst schreiben, unter Ausnutzung der Kommutativität der Addition, das ist x-Index n plus 1 addiert mit der Summe von i1 bis n xi. Das gilt. Dann nutze ich hier den Satz von Benjamin und er sagt, die Varianz von diesen zwei Zufallsvariablen, die Summe betrachte ich wieder als Zufallsvariable, ist nichts anderes als Varianz
Also hier diesen Satz angewendet, ja. Also Varianz x Index n plus 1 addiert mit der Varianz von dieser Summe plus 2 mal die Kovarianz x Index n plus 1 und die Summe von, ne, jetzt bis n x Index i. So. Das hatten wir gerade, ja. Das ist die Summe von diesen Kovarianzen. Also, daraus folgt, die Varianz von, die kann ich zusammenfassen. Das ist dann, ne, Summe von i1 bis n plus 1 x Index i ist gleich. So, Varianz von x Index n plus 1 addiert mit Varianz von dem hier. So, für ein n ist es gezeigt, dann nehme ich an der Stelle die Induktionsvoraussetzung, um das hier umzuschreiben. Also habe ich hier Varianz von i1 n plus 1 x Index i ist gleich Varianz von x Index n plus 1 addiert mit Summe von 1 bis n Varianz von x Index i. So, jetzt fasse ich die rechte Seite der Gleichung noch zusammen. Also ich kann eine Summation schreiben. Dann habe ich tatsächlich Summe von 1 bis n plus 1. Den ziehe ich in die Summe mit rein. Und Varianz von x Index i. Ja, coole Idee. So, also wenn n stochastisch unabhängige Zufallsvariablen vorliegen, dann kann ich ja addieren. So, jetzt bin ich gleich fertig. Was habe ich denn noch? Ja. Hier sind wir zu Hause. Linearität der Varianz. Okay, das geht schnell. Sei Varianz von x echt kleiner als der, als unendlich. Also die existiert. Also ich habe es allgemein formuliert, weil n kann man auch aus einem Integral rausziehen. So, daraus folgt unter Verwendung der Definition der Varianz von x. Varianz von n mal x ist gleich der Erwartungswert von n mal x minus den Erwartungswert von n mal x. Und das Ganze wird quadriert. Daraus folgt, die Varianz von Zahl mal Zufallsvariable ist, naja, hier gilt Linearität beim Erwartungswert, also kann ich schreiben, das ist n mal die Zufallsvariable minus n mal der Erwartungswert. Das Ganze wird noch quadriert. Jetzt sieht man hier dieses n, das kann ich ausklammern. Also beziehungsweise argumentiere ich hier mit nichts anderem als mit dem Distributivgesetz. Ja. Also wenn ich das Distributivgesetz auf diese zwei Summanden hier anwenden würde, dann würde ich die Darstellung erhalten. Ja. Genau das mache ich. Aber ich habe noch das Quadrat zu setzen. Jetzt habe ich hier ein Produkt, angewendet wird das Quadrat, also habe ich hier ein Potenzgesetz zu berücksichtigen. Also habe ich hier n mal das. Dann habe ich hier n Quadrat mal das hier zum Quadrat. Jetzt verwende ich wieder die Linearität vom Erwartungswert. Das heißt, diese Konstante kann ich vor die Summe schreiben. Und dann habe ich, oder vor das Integral.
Und dann habe ich hier n Quadrat mal Erwartungswert zum Quadrat. An der Stelle verwende ich die Definition der Varianz erneut. Dann habe ich hier n Quadrat mal Varianz von x, QED. So, letzte Angelegenheit ist das hier. Sehr interessant, das ist auch für die Physik interessant, da wenn man Messungen im Labor durchführt, dann wiederholt man immer ständig das neue Experiment unter den gleichen Bedingungen. Ja. Man bezieht sich sozusagen auf eine gleiche Verteilung. Das sind meine Messwerte hier, diese Beobachtungen hier. Und dann ist es so, wenn ich n metrisch skalierte, identisch verteilte und stochastisch unabhängige Zufallsvariable sind, wenn das der Fall ist, wenn ich n Stück habe, dann gilt eben, die Varianz von dem arithmetischen Mittel ist das hier. Dieses Lemma 2 habe ich ja verwendet beim Hauptsatz, den ich bewiesen habe. Also beweisen wir das, seien x1 bis xn metrisch skalierte, identisch verteilte und stochastisch unabhängige Zufallsvariablen, dann gilt zunächst wegen diesem Lemma hier, das ich gerade bewiesen habe, Lemma 2, also das kann ich ja verwenden, gilt hier Lemma 2, die Varianz von Faktor multipliziert mit Zufallsvariable, Summe kann ich als Zufallsvariable betrachten, ist wegen Lemma 2 nichts anderes als, ein Bruch wird potenziert, indem man Zähler potenziert und Nenner potenziert. Also habe ich hier n Quadrat, Varianz von dieser Summe. An der Stelle verwende ich die Information, diese Zufallsvariablen n Stück sind stochastisch unabhängig. Das heißt, ich verwende den Satz 5, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn Zufallsvariablen stochastisch unabhängig sind und ich die Summe bilde und davon die Varianz wissen will, dann kann ich die Summe der Varianzen bilden. Das habe ich ja gerade belegt. Das ist der Satz hier. Satz 5. Den verwende ich. So, Varianz von ist zunächst 1 durch n Quadrat mal Summe der Varianzen, wegen Satz 5. Daraus folgt, die Varianz von diesen arithmetischen Mitteln ist unter Ausnutzung der Information, die n-Zufallsvariablen sind identisch verteilt. Das heißt, sie haben den gleichen Erwartungswert wegen dem Verschiebesatz, also wegen Korollar 2, also wegen diesem Satz hier, den kann ich auch noch, weiß jetzt nicht mal, Korollar 1 oder 2, ich möchte nicht zurückblättern, aber es gilt doch für die Varianz
diese Gleichung und der Erwartungswert gleich ist, dann sind diese Zahlen gleich, dann sind natürlich die Varianzen gleich. Ja? Also habe ich nichts anderes als n mal die Varianz von der Zufallsvariable x. Ne? Also habe ich hier 1 durch n Quadrat mal n mal die Varianz von x. So, das sieht man hier, ich kann kürzen. Und es folgt die Behauptung, nämlich die Varianz von identisch verteilten, stochastisch unabhängigen und metrisch skalierten Zufallsvariablen ist nichts anderes als Varianz von x durch n. Coole Idee. So, jetzt zum Abschluss noch die Definition besprechen von diesem speziellen Erwartungswert. Das ist diese Definition hier, die habe ich angewendet, wobei wir speziell argumentiert haben. Wir haben eine Faltung betrachtet, beziehungsweise die Addition von mehreren Zufallswerten. Ja, das wäre eine Funktion in Abhängigkeit von x1, x2 bis xindex n. Aber wenn ich eine gemeinsame Verteilung habe, meinetwegen bleiben wir mal bei 2, ja, bei 2 Zufallsvariablen, dann könnte ich mich ja auch für das Produkt interessieren. Ja. Ja, das wäre ja auch eine Funktion. Aber sie beziehen sich ja auf die gemeinsame Verteilung. Also haben sie bezogen auf einen Ausgang, also im Ergebnisraum sind ja alle möglichen Ausgänge vom Zufallsexperiment vorhanden, haben sie dann für jeden Ausgang eine entsprechende Multiplikation. Ja? Also können sie den Erwartungswert bezogen auf eine Funktion so verstehen und diese oberen Zahlen, die unterscheiden sich ja. Ne? Das n bezieht sich auf dieses n und ja, untereinander, ja, k-Index 1 ist nicht k-Index 2. Also hier mit dieser Formulierung ist sozusagen die unterschiedliche Anzahl von Zufallswerten ja, innerhalb dieser Zufallsvariablen berücksichtigt. Die müssen nicht alle die gleiche Anzahl an Zufallswerten repräsentieren. Ja, also diesen Erwartungswert, den hatten wir ja bei dem Beweis, bei dem Additionssatz von dem Erwartungswert benötigt. Ja. Die allgemeine Version ist eben eine Funktion, eine n-dimensionale Funktion zu berücksichtigen. Diese Funktion f, ja, und dann kann man schöne Zufallsexperimente damit untersuchen. Ja. Gut, das war mal nach langer Zeit wieder ein etwas ausführlicheres Video. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen.